Moin Leute, willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Und ja, wir sind jetzt hier und wir müssen zum Gebet. Alter, hier sieht man ja wirklich nicht sehr viel. So. Aber was ich mich jetzt sehr frage ist, können wir jetzt da unser Blutdings holen, was wir bestellt hatten? Oh, wer ist hier? Ein Mönch. Okay, ich gehe dann doch lieber mal hier raus. Ich sehe nichts. Das ist doof, wenn man nichts sieht. So, ich glaube, wir müssen dort rüber zum Gebet. So. Hier müssen wir doch jetzt bis wie viel bleiben? Ich sehe es nicht. Egal, ich bleibe einmal bis 6 hier. So. Ich weiß nicht, ob es bis 6 oder bis 8 ist. Ich weiß tatsächlich nicht genau. Aber wir werden es sehen. So. So, 6 Uhr. Also, falls ihr euch wundert, dass ich das nicht mehr weiß, ist es schon wieder ein bisschen her, seit ich das letzte Mal Kingdom Come Deliverance aufgenommen habe. Aber ja, ich habe mittlerweile auch einen Tipp gekriegt, wo ich besser einen Schlüssel kriege. So, jetzt kann ich doch gucken, oder? 6 Uhr Gemeinschaftsessen doch. Gut. Dann gehe ich mal rüber. So. Dann essen wir mal. So, bis wann sollten wir noch mal essen? Ich stehe noch mal auf. So, ich muss dann noch mal gucken. 8 Uhr Arbeit. Okay, dann kann ich ja hier einfach theoretisch warten, oder nicht? Essen muss ich ja nicht unbedingt. Ich bin ja schon relativ satt. Das muss ich auch loswerden. Das ist schon nervig, dass ich hier so übersättigt bin, sage ich mal. So. Bruder. Oh. Was tust du hier? Du hast recht, Bruder. Das ist deine erste Verwarnung. Mach das nicht nochmal. Ja, wie meine erste Verwarnung. Na, egal. So, dann gehen wir mal hier zum guten Neflas. Mal gucken, was wir heute brauen müssen. So. Ah, Gregor, reden wir. Ja. Ich bin hier, um zu hier bin arbeiten. ich. Ausgezeichnet.
Ich habe dich bereits erwartet. Dort ist das Alchemielabor. Die Zutaten findest du in der Truhe daneben. Braue heute zwei Hahnenschreitränke. Sobald du fertig bist, findest du mich irgendwo in der Nähe. Sag mir auf jeden Fall Bescheid, damit ich deine Arbeit prüfen kann. Okay, Hahnenschrei. Tränke. Dann beginnen wir mal mit Alchemie. Ich muss hier noch kurz was einstellen. So. Hahnenschrei. So, es war nämlich gerade, glaube ich, bisschen viel Hintergrundgeräusche und so. Da mein PC noch an war. Also, lesen wir mal. Hahnenschrei. So. Einmal Baldrian, zweimal Minze. Okay, Baldrian, Minze. Baldrian, Minze. So. Einmal Baldrian. Und zweimal Minze. Sehr schön. Findet sich hier vielleicht irgendwo eine Fackel? Weil die bräuchte ich vielleicht irgendwann, aber egal. Anscheinend nicht. Okay, beginnen wir mal mit der Alchemie. So. Dann haben wir hier den Verdauungstrank. Ne, den wollen wir gar nicht machen. Hahnenschrei. Wer die Augen nicht mehr offen halten kann, obwohl ihm an diesem Tage noch so einiges bevorsteht, möge von diesem Trank kosten und neue Kraft schöpfen. Wir benötigen Alkohol, eine Handvoll Baldrian und zwei Handvoll Minze. Wir müssen die Minze zerkleinern und auch für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Baldrian hinzu und alles für zwei Sanduhrdurchläufe kochen. Okay. Ja, bereiten wir das vor. Dann Alkohol. Rein. Und als erstes war es, dass die Minze da reinkommt, oder? So, erstmal Minze in den Mörser. Ich lese nochmal zur Not. Oder um sicher zu gehen. Zerkleinere die Minze, lass die Minze einen Sanduhrdurchlauf kochen. Baldrian, zwei Sanduhrdurchläufe kochen. Okay, also. So. Zerkleinern wir das Ganze mal. Dann geben wir das rein. Und für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Es muss auch richtig kochen mit so Blasen. Ja, sehr schön. Oh verdammt, das war nicht die ganze Minze, oder was? Naja. Geben wir mal dazu. Und jetzt lassen wir es für ganze zwei Durchläufe kochen. So. Können wir vorstellen, dass das ein Fail wird. Gut. Das hätten wir. Dann nehmen wir uns eine Fiole. So. Ja. It fehlgeschlagen. Ich weiß auch warum. Weil wir nicht zwei Minze, sondern nur ein Minze. Das ist doof, aber macht man nicht. Eins. Zwei. So. Here we go again. Also, lesen. Da haben wir ihn. Erstmal können wir Alkohol reingeben.
Und dann Minze. Einmal Minze. Ein zweites Mal. Ich packe schon mal den Baldrian einfach zur Sicherheit mal in den Tiegel. So, jetzt werden wir die Minze ein bisschen zerkleinern. Packen sie in den Kessel. So. Geben wir ein bisschen Feuer. So, Sanduhr. Einmal durchlaufen. So, es muss ja auch kochen. So, jetzt geben wir das zu. Lass uns nochmal kochen. So, jetzt nochmal Sanduhr. So. Und dann lassen wir es abkühlen kurz. Bisschen so, dass es nicht mehr kocht. Sehr schön. Jetzt nehmen wir hier die Fiole und benutzen das. So. Ich hoffe, das hat jetzt diesmal geklappt. Hahnenschreitrank. Gut. Dann sprechen wir mit Neflas. Um unsere Arbeit zu beenden. Was wünschst du, Bruder Gregor? Ja, ich wünsche Tränkeabliefer. Ich habe alles erledigt. Zeig mir, was du gebraut hast. Ausgezeichnet, Gregor, du hast Talent. Schon bald wirst du die anderen Novizen unterrichten. Sehr schön. So, was ist der nächste Ablauf? Das nächste ist, also, 12 Uhr Arbeit in der Bibliothek. Ich frage mich nur, warum wir jetzt einen Hahnschreitrank hier haben. Aber, naja. Ich würde sagen, wir warten einfach bis 12 jetzt. Es macht jetzt wenig Sinn, hier irgendwie noch was zu machen. Von daher, ja. Denn, ja, wir werden, ich weiß auch, wo wir die Schlüssel finden. Ich gebe es zu, vielleicht habe ich es nachgeguckt. Aber, ja, weil das mit dem Essen war mir ein bisschen zu nervig. So viel Essen damit rumzutragen, dass der uns was gibt. Ja. Und dann müssen wir auch nochmal Blut bestellen. Für beides müssen wir in die Küche. Genau. Arbeit ins Skriptorium. Okay, hier dürfen wir also wirklich nicht rein. Ich ergebe mich zu Katrion. Was tust du hier? Du hast recht, Bruder. Das ist die zweite Verwarnung. Und noch einmal, ich werde bestraft. Oh oh. Warte mal, ich muss hier hoch. Ich muss hier hoch. So. Herr Bruder Bibliothekar. Was gibt es, Bruder? Ja. Ich wäre dann hier. Wunderbar, ich habe dich erwartet. So, mal gucken, was wir jetzt dingsen müssen. Bin ich gespannt.
Also. Ich hätte erstmal gesagt, dass das ist Gumm. Ja, wir machen das so. Wenn die Autoritatem Kelum nicht Kelumie. Das letzte ist, da ist kein Komma, Ramus. Ich glaube hier. So, kann natürlich auch alles falsch sein. Wir haben wahrscheinlich mindestens einen Fehler. Aber wir sind ja auch noch Novizen, nicht wahr? So, hier diese Animation kennen wir ja schon ein bisschen. Also, mal gucken, wie wir uns geschlagen haben. Das war bestimmt ganz Katastrophe. Oh nein, das kostbare Pergament. Wie konntest du nur? Egal, Ruf verbessert. Das ist, was zählt. So. Da laufen ja leider diese ganzen Zirkatoren immer rum. Oh, eine Fackel. Die brauche ich. Dies ist wirklich wichtig. Muss man ja sagen. So, was ist der nächste Schritt? Ich bin mal gespannt. Oh, ich habe jetzt auch noch Minze hier. 4 Uhr Nachmittags, 4 Uhr Nachmittagsgebet. Okay. Ja, dann spulen wir mal hier ein bisschen vor. So, die Arbeit hier geht ja wirklich recht schnell immer. So, und ich hoffe, dann sind wir auch bald nicht mehr übersättigt. Wir haben nur noch 105 Sattheit. 104, na gut, das geht sehr langsam runter. Leider. Eigentlich ist das gut, aber in diesem Fall ist das nicht so gut. Weil ich weiß nicht, wie das kommt. Wahrscheinlich, weil. Boah, weiß nicht. Kommt. Ich frage mich, ob das durch den Knast auch teilweise kommt. So. 16 Uhr. Wir brechen hier mal ab. Und, ja. Gehen dann runter zum Gebet. Da laufen immer noch die Zirkatoren rum. Das heißt, es macht keinen Sinn, da reinzugehen. So, ich kriege hier irgendwie so eine komische Nachricht, dass ich mir irgendwas runterladen soll von PlayStation. Mache ich aber nicht. So, bis wann sollen wir hier bleiben? Ich muss noch mal gucken. Ich kann den wirklich nicht auswendig. 6 Uhr abends ist Vespa. Okay, bis 6 Uhr. Machen wir so. So, jetzt sind wir auch nicht mehr übersättigt. Das ist sehr schön. Ich glaube, beim Abendmahl werde ich auch nicht mit essen. Obwohl, mal gucken. Wenn man das überhaupt darf. Das ist ja, weiß ich nicht.
So, ich mache mich ja schon auf den Weg. Nur dann Gott angenehm und Menschen. So, wir essen hier ein bisschen. Wenn der Befehl nicht zaghaft, nicht saumselig, nicht lustlos oder gar mit Murren. Aber auch nicht zu viel. Denn der Gehorsam, den wir wollen ja nicht wieder übersättigt sein. Wenn aber der Jünger verdrossen wird, also nicht nur mit dem Mund, sondern auch mit dem Herzen murrt, so findet er, selbst wenn er den Befehl ausführt. So, ich stehe jetzt mal auf. Für solches Tun empfängt er keinen Lohn. Und bis wann? Ist die Strafe der Murrer, wenn er nicht Buße tut und sich bessert. Die Regula Benedicti, Kapitel 7 Uhr. Haben wir Freizeit. Also den Namen Abt annimmt, muss seinen Jüngern. Gut. Das ist gut, dass wir jetzt Freizeit haben, auch wenn ich nicht weiß, was mir das bringen soll. So, 17 Uhr, jawohl, aber Freizeit ist nie verkehrt, auch wenn hier in der Küche wahrscheinlich da wieder irgendwelche Zirkatoren rumlaufen werden. Deswegen müssen wir auch nachts das machen. So, haben wir jetzt schon, vielmehr schneide er die Sünden schon beim Entstehen mit der Wurzel aus, so gut er kann. So. Dann gehen wir mal hoch. Und werden bis wann werden wir schlafen? Ist eine gute Frage. Wir schlafen mal hier so bis 23 Uhr. Denn da machen wir Action. So. Dann denken wir uns, wer braucht schon Ausgangssperren? So. Und wir haben ja zum Glück auch eine Fackel. Das heißt, wir sehen sogar was. Aber mit diesen Zirkatoren und mit den Regeln, dass man gefühlt nirgendwo hingehen darf, das ist schon krass. Auf jeden Fall. Ist schon krass. So. Ich hoffe, es lädt nicht allzu lange. So. Spiel gespeichert, das ist sehr schön. Und jetzt zünde ich mal meine Fackel an. Denn wir machen uns ganz heimlich jetzt runter. Ist die Frage, laufen hier Zirkatoren lang? Hier sehe ich im Moment niemanden. Das ist auch gut und wichtig. So. Ziegenbalg voller Blut. Aha. Also haben wir doch das Blut jetzt. Und ich habe gehört, irgendwo hier müsste es Schlüssel geben. Ein Schlüssel. Wo genau
Weiß ich allerdings nicht. Hier drin ist jedenfalls nicht der Schlüssel. So. Nee. Hier ist Käse. Irgendwo hier muss auch wirklich der Schlüssel sein. Wurde mir so zumindest berichtet. So, bei irgend so einem Regal hier wurde gesagt. Wo geht's hier hin? Ah, hier genau. Hier in dem Raum wahrscheinlich irgendwo. Aber wo hier? Wo hier? Das ist tatsächlich eine gute Frage. So, hier gibt es ja nichts erstmal außer Essen. Hier gibt es den Schlüssel. Warte mal. Aber wir haben den ja noch nicht, oder? Keine Ahnung. Hier wurde irgendwie gesagt, dass ich schon zu Pius gehen soll. Oder Antonius oder was auch immer. Wir brauchen doch noch den Schlüssel, oder nicht? Das verwirrt mich jetzt ein wenig. Aber. Warte mal. Ah, der Klosterschlüssel. Da ist er tatsächlich. Sehr schön. Jetzt können wir hier auch alles aufschließen. Das ist ja perfekt. Zumindest sagte mein Tagesplan. Aber das ist mir gerade relativ egal. So. So. Wo ist Antonius? Da. Okay, dann halt noch nicht. Dann, ich wollte mich nicht setzen, ich wollte schlafen. Ich bin dumm. So, egal, kann ich auch machen jetzt. Bis 4 Uhr. So. Aber dann haben wir alles, perfekt. Wir haben Schlüssel, wir haben, weiß ich nicht was. Das ist schon fast genial hier. Ich hätte natürlich noch gerne dieses mit den Blättern, mit den Seiten gemacht. Aber was man nicht macht, das macht man nicht, nicht wahr? So, 4 Uhr. Ich beende mal hier. So.
So, gespeichert. Aber anscheinend ist nicht. Nee. Doch, es geht jetzt schon. Hier ist ein Lukas. Können wir mit Antonius sprechen? Konstantin? Er ist anscheinend auch schon weg irgendwie. Oder nicht, oder was auch immer, egal. So. Aber anscheinend kommt, muss Antonius noch kommen. Na, ich werde hier gespannt warten. Joachim. Ja. Kommt da noch zufällig einer? Mit so einer hellen Robe, ja. Das ist Antonius, tatsächlich. Was bedrückt dich? Ich habe alles, was wir für die Flucht benötigen. Gut. Gleich nach der Abendmesse treffen wir uns im Dormitorium. Wir müssen alles erledigen, bevor die Mönche zu Abend gegessen haben. Wie sieht dein Plan aus? Und warum tun wir es nicht bei Nacht? Wir bereiten ein kleines Rätsel vor, das sie niemals lösen werden. Und weshalb beim Abendessen? Weil sowohl das Dormitorium als auch die Kirche leer sein müssen. In der Nacht werden wir dann fliehen. Bring alles mit und vergiss die Schlüssel nicht. Gut. Sobald die Abendmesse endet, komme ich ins Dormitorium. Okay, weggeben Klosterschlüssel. Blut, bla blub. Nach der Abendmesse im Dormitorium. Okay. So. Beten wir mal ein bisschen. Bis 6 Uhr. Wir müssen jetzt einfach den Tag so durchziehen. Jetzt keine Faxen machen, dass wir doch noch in den Knast kommen. Weil das wäre sehr ungünstig. So, 6 Uhr. So. Verdammt, was mache ich denn hier auch? Was tust du hier? Du hast recht, Bruder. Das ist jetzt deine dritte Verwandlung. Ach komm. Ist das jetzt deren Ernst? Oh. Kann ich bitte neu laden? Also gut, Bruder. Ich lade neu. Ich nehme meine Strafe an. Und nun zeig mir, was du bei... Das sehe ich nicht ein. Weil ich wegen so einer Dummheit hier im Knast komme. So, kann ich nicht jetzt einfach hier ins Menü? So. Nee, das sehe ich halt wirklich auch nicht ein. Weil, ja... Ich möchte jetzt nicht nochmal alles selber, nochmal alles machen. Ich möchte halt wirklich nicht alles nochmal machen. Weil das ist ganz schön nervig. So. Blablabla, bla, bla, Kerker. So, ich hoffe, ich kann nochmal neu laden. Da, wenn, da, weil, das würde ich dann gerne machen.
Weil das war jetzt einfach nur dumm von mir. So, weil die anderen sind doch auch schon losgegangen. Aber naja. So. Weil das sehe ich ja nicht ein. Uhr. Das passt. Das passt. Das ist hier der gute Spielstand, glaube ich. So, das sollte er sein, nachdem ich geschlafen habe. Oder so, oder irgendwie sowas. Genau. 4 Uhr ist es jetzt. Lass mich in Ruhe. Will schlafen. Nein, hallo, steh auf. Muss jetzt eh aufstehen. Geh weg. Lass mich schlafen. Hallo? Kann ich dir jetzt die Sachen angeben? Hallo, Antonius. Ich möchte dir die Sachen geben. Habe ich die Sachen denn jetzt noch mit? Ja. Ein Glück. So, jetzt können wir in die Sachen gehen. So. Ich habe alles, was wir für die. Gut. Wie sieht dein Plan? Wir bringen ab. Gut. So. Jetzt einfach auch. Jetzt einfach schnell runter. So. Gehen wir mal schön zum Abendgebet und jetzt werde ich wirklich darauf achten, dass ich hier keine Faxen mache. So, bis 6 Uhr. Bla bla bla, zack. Zack, zack. So. So, gleich ist 6, dann ja. So. Breche ich einmal hier die Sache ab. So. Wir warten noch ein bisschen. So, Speise mit den anderen. Jetzt dürfen wir auch wirklich gehen. Das finde ich ja sehr nett. So. Wie viel? Wir haben ein bisschen. Und dabei selbst verworfen werden. Komm, essen wir mal ein bisschen. Bevorzuge im Kloster keinen wegen seines Ansehens. Den einen liebe er nicht mehr als den anderen, es sei denn, er finde einen, der eifriger ist in guten Werken und im Gehorsam. Warum ist unsere Kutte so schmutzig? Na gut, die von den anderen ist auch so schmutzig. Vielmehr schneide er die Sünden schon beim Entstehen mit der Wurzel aus, so gut er kann. Er soll daran denken, dass ihm sonst das Schicksal so. Des Heli von Schien. Haben wir ein bisschen gegessen. Rechtschaffene und einsichtige Weise er einmal und ein zweites Mal. Und jetzt 8 Uhr. 8 Uhr. Wir dürfen jetzt halt wirklich keine Verwarnung kriegen. Das wäre schon
wirklich ärgerlich. Sonst müssen wir halt wieder neu laden. Aber das will ich nicht. Weil ich will jetzt auch nicht so häufig neu laden. Hier war es jetzt einfach ärgerlich. So. So, 8 Uhr. Zack, zack. Gut. Wir gehen mal in die Werkstatt. Mal gucken, was wir dann heute so brauen müssen. Neflas. Gelobt sei je. Hier bin ich. Ausgezeichnet. Ich habe dich bereits erwartet. Dort ist das Alchemielabor. Die Zutaten findest du in der Truhe daneben. Braue 2 Bockbluttränke. Sobald du fertig bist, findest du mich. Ja, ja, Bockblut. Bockblut. Müssen wir mal gucken, was wir dazu brauchen. Bockblut. Oh, wo ist das? Da. Johanniskraut, Löwenzahn und Beinwell. Gut. Johanniskraut, Löwenzahn und Beinwell. Hatten wir den nicht schon mal gemacht? Ich weiß nicht. Johanniskraut. Löwenzahn. Beinwell. So. Wir sind schon mittlerweile ein krasser Alchemist geworden. So, gehen wir mal. Gehen wir mal hier zum Bockblut. Nicht Schlaftrunk, Bockbluttrank. Gut. Öl braucht man nicht, wa? Jawohl. So, ich muss nochmal mir das angucken. Johanniskraut zerkleinern. Und dann Johanniskraut und Beinwell in den Kessel. Und für 1 Cent Durchlauf kochen, abkühlen. Blablub. Also Johanniskraut. Beinwell kommt erstmal in den Tiegel. Du kannst Beinwell auch direkt reinpacken. Mache ich einfach mal. Johanniskraut kommt dann schön hier rein in den Mörser. Das machen wir dann ein bisschen hier. Zack, zack, zack. So, pack mal rein. Und dann Gönjamin. Da müssen auch richtig die Bläschen rauskommen. So, und jetzt ein Sand Durchlauf. Jetzt lassen wir es mal ein bisschen abkühlen. Dann kommt gleich auch der Löwenzahn da rein. Ich würde sagen, ja. Können wir jetzt schon reintun. So. Dann nehmen wir uns eine schöne Fiole. Rein damit. Jawohl. Und was haben wir? Bockbluttrank, jawohl. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Neflas. Ah, Gregor, red. Ich habe alles erledigt. Zeig mir, was du gebraucht. Ausgezeichnet.
Ja, in Alchemie bin ich gut. Nicht so gut wie in. Also, da bin ich besser als in dem anderen Teil Dings. So, ich frage mich, ob wir das alles noch in der Folge jetzt machen. Aber. Ja. Ich glaube, das hier mit den Büchern können wir jetzt auch noch machen. Das geht ja schnell, nicht wahr? So, 12 Uhr mittags. Ich frage mich, was so draußen außerhalb des Klosters alles abgeht. Wir werden es wohl erst erfahren, wenn wir draußen sind. Wer hätte es gedacht? So. So, Skriptorium. Jawohl. Warte. Dafür müssen wir hier hoch, nicht wahr? Jo. So, per Bibliothekar. Gelobt sei je. Ich wäre dann hier. Wunderbar. Ich habe. So. Machen wir das Ganze nochmal. Ach, das hatten wir doch schon mal. Dionem. Ich glaube hier. Nun et so bla. Und das ist Eius. So. Okay, da die Animation können wir wieder überspringen. Mal gucken, wie wir uns geschlagen haben. Wahrscheinlich wieder schlecht. Sakra, das ist ungeheuerlich. Kannst du überhaupt lesen? Ups. Ja, aber jetzt würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, Leute.